Die Rummelsberger Diakonie zog vergangene Woche bei der Jahrespressekonferenz eine positive Bilanz für das Unternehmen, welches mit rund 6.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Region im Bereich Sozialwesen ist. Mit Finanzvorstand Harald Frey und Rektor Dr. Günther Breitenbach verlassen in den nächsten Monaten zwei langjährige Mitglieder die Führungsebene. Die Nachfolge wurde aber frühzeitig geregelt. Das neue Bundesteilhabegesetz, welches Menschen mit Behinderung stärker an der Gesellschaft teilhaben lassen soll, sorgt bei den Verantwortlichen vor allem für mehr bürokratischen Aufwand. Am Montagabend trafen sich Landwirte aus der Oberpfalz und anderen Teilen Bayerns zu einer Demonstrationsfahrt. Vom Neumarkter Volksfestplatz starteten sie mit rund 200 Traktoren als Konvoi nach Freistadt. Dort stießen noch weitere 100 Fahrzeuge dazu. Die Demonstranten versammelten sich vor einem Café, in welchem der grüne Politiker Anton Hofreiter einen Vortrag hielt. Sie protestierten gegen die geplanten Gesetzesänderungen in der Landwirtschaft, welche ihre Betriebe nach und nach unrentabel machen würden. Seit Montag ist im Medienzentrum Neumarkt am Maybach-Museum eine Ausstellung von Bernhard Maria Fuchs zu sehen. Der 2014 verstorbene Künstler wäre am 23. Dezember 60 Jahre alt geworden. Während der Wahlneumarkter vor allem für Landschaftsbilder bekannt ist, zeigen die Werke, welche in den Räumen von Neumarkt TV und dem Neumarkter Wochenblatt präsentiert werden, auch andere Aspekte seines Schaffens, zum Beispiel Stadtansichten. Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr besucht werden.